William Wallace mit seinem Claymore. Ich kann mich noch genau erinnern, ich war damals viel zu jung, wie ich diesen Film gesehen habe. Genau genommen war ich 7 Jahre alt und ein 7-Jähriger sollte sich definitiv nicht Braveheart ansehen. Doch es war wie so oft ein reiner Zufall, der was das ermöglicht hat. Meine Eltern, sie hatten gerade Besuch und ich war im Wohnzimmer und hab circa 30 Minuten von diesem brutalen Epos gesehen. Und ich kann mich nur so gut daran erinnern, wie unfassbar fasziniert ich von William Wallace Claymore war. Für mich löste dieses Schwert eine Faszination aus. Ein treuer Begleiter, der was dich auszeichnet. Und vor allem ein treuer Begleiter, für den du gefürchtet bist. Und dieser Moment hat für mich die Faszination von Waffen in Filmen ausgelöst. Die legendärsten und epischen Showdowns der Filmgeschichte sind meistens mit krassen Kämpfen und Waffen verbunden. You underestimate my power. Don't try it. You were the chosen one. It was said that you would destroy the Sith, not join them. Bring balance to the Force, not leave it in darkness. Aber ein klitzekleines Kerlchen hat mir dann gezeigt, dass die wahre Macht einer Waffe nicht in ihrer Größe liegt. It's so light. Yes, yes. Made by the elves, you know. The blade glows blue when orcs are close. And it's times like that, my lad, when you have to be extra careful. Frodos Schwert, es leuchtet blau, wenn sich Orks nähern. Ein klitzekleines Schwert, das was dich in brenzlichen Situationen warnt und somit anders ihre wahre Macht entfaltet. Doch meine absolute Lieblingsszene in puncto Waffen, das ist diese hier. Hattori Hanzo fertigt ein Katana, wie er es noch nie zuvor gemacht hat. Absolute Perfektion. Er formt diese Klinge für Kiddo, damit sie ihren Rachefeldzug gegen Bill beenden kann. Und die Art und Weise, wie der Gottvater der Filmindustrie Quentin Tarantino diese Szene mit Musik und Dramatik untermalt, ist unerreicht und absolut sensationell. Für mich ist es einer der besten Szenen der Filmgeschichte. Doch heute sind wir nicht da, um weiter über Filme zu reden. Klar, Waffen in Filmen, sie lösen in mir Faszination aus. Doch ich bin kein Schauspieler, sondern ein Gamer. Und genauso wichtig wie in Filmen sind für mich auch die Waffen in Spielen. Ähnlich wie bei Frodo kommt es dabei nicht unbedingt auf die Größe der Waffe an oder auf das Aussehen. Nein, es kommt drauf an, was dir die Waffe gibt. Ich persönlich komme mit Waffen klar, die was andere wahrscheinlich nicht gut handeln können.
Nicht jeder kann das Claymore von Wallace führen, das Lichtschwert von Obi-Wan oder das Katana von Kiddo. Eine Waffe muss dir liegen und sie muss dir weiterhelfen. Egal ob sie träge ist oder zu klein ist, wenn sie dir hilft und wenn du damit umgehen kannst, dann ist es eine gute Waffe. Und um genau das soll es heute gehen, liebe Freunde, denn ich präsentiere euch meine 8 Lieblingswaffen aus dem From-Software-Universum. Und wenn euch das Ganze gefällt, Freunde, dann würde es mich natürlich freuen, wenn es mir einen Like und ein Abo am Kanal bleibt. Und ich würde sagen, bevor wir lang schnacken, legen wir direkt los mit Platz 8. Mit der Bestienplage kam das Chaos. Binnen kurzer Zeit wurden aus den Bewohnern von Yharnam grausame Bestien. Und so wurden die Jäger ins Leben gerufen. Sie sollen die Bestien jagen und die weitere Ausbreitung verhindern. Der erste dieser Jäger war German. Er fertigte in seiner Werkstatt Trickwaffen und er begab sich auf die Jagd. Doch insgeheim wusste die Kirche, dass die Ausbreitung der Plage fatale Ausmaße annehmen wird. Da Yharnam eine Stadt des Glaubens war, mussten Vorbereitungen getroffen werden. Denn gläubige Menschen, unter anderem Kleriker, wurden zu den grässlichsten und blutrünstigsten Monstern. Die Bestien, sie werden größer und sie werden sich weiterentwickeln und werden ganz Yharnam überrennen. Und so wurde eine geheime Jägerschaft gegründet. Und der Anführer dieser Jägerschaft war Ludwig, der eigentliche erste Jäger. Während German kleine, schnelle Trickwaffen baute, konzentrierte sich Ludwig auf die wuchtigen, großen, brachialen Waffen der heilenden Kirche. In den Schlachten der Nacht darf keine Zeit verloren werden. Und so formte Ludwig sein Meisterstück, die Holy Blade, eine Waffe, die was Legendenstatus erlangte. Die Werkstatt der heilenden Kirche begann mit Ludwig und löste sich von den alten Techniken Germans, um Jägern bessere Methoden zu bieten, entsetzlichere Bestien und sogar noch schlimmere Dinge zu jagen. Wie legendär diese Waffe ist, zeigt auch, dass sie namensgebend für die Schüler von Ludwig waren. Alle Jäger von Ludwig wurden mit dieser Waffe ausgerüstet und so nannten sie sich die Holy Blades. Und sie waren mit Abstand die gefürchtetsten Jäger in Yharnam. Und wir als Spieler haben die Ehre, diese Waffe ebenfalls zu tragen. Erst nachdem wir das Abzeichen von Ludwigs Schülern erhalten, das Strahlenschwert-Jäger-Abzeichen, sind wir berechtigt, diese Waffe zu kaufen. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Schwert. Denn wie auch zur damaligen Zeit ist diese Waffe nicht für jedermann gedacht. Es ist keine random Standardwaffe, die was jeder führen kann. Nein, nein, du brauchst Skill, um die Holy Blade zu tragen. Denn Bloodborne ist ein aggressives Spiel.
Es ist eines der schnellsten Spiele von From Software und die Holy Blade ist im Vergleich dazu relativ langsam. Diese Waffe ist unfassbar stark. Sie ist sogar die stärkste Waffe im Bloodborne vom Damage Output her. Doch wie erwähnt ist sie unfassbar schwer zu führen und jeder Schlag muss überdacht und gezielt sein. Und ganz besonders muss ich hier einen Schlag ansprechen. Das ist der aufgeladene R2 und der darauffolgende R2 Schlag. Die wohl mächtigste Attacke im Bloodborne. Du lässt der aufgeladene Stichattacke einen mächtigen Überkopfhieb folgen, der Gegner ungewarnt in den Boden stampft. Ludwigs heilige Klinge ist von reinen Damage Output her des Nonplusultra im Bloodborne. Und was ich hier auch ansprechen muss, das ist diese unfassbare Optik, diese Gravierungen. Selten sah eine Waffe so unfassbar hochwertig und detailverliebt aus. Die Lore, das Aussehen und der unfassbare Damage, dem was diese Waffe macht, mit dem Wissen, dass sie auch nicht jeder führen kann und ein Random Gamer wird riesen Probleme haben, mit dieser Waffe was zu erreichen. All das macht sie für mich zu einer absoluten, uniken Lieblingswaffe in From Software Universum. Ludwigs Holy Blade, ein Schmuckstück und ein Meisterstück von Miyazaki und bei mir auf Platz 8. Es ist schwer in Sekiro eine Lieblingswaffe zu nennen. Schlussendlich hat man ja nur das kleine Katana. Allerdings ist Sekiro so viel mehr als nur ein Game, das was an eine Waffe gebunden ist. Denn es gibt die Prothesenmodule und die machen das Kampfsystem einfach variabler und flexibler, als man glauben mag. Und ein Modul hat es mir ganz besonders angetan. Und viele werden sich vielleicht jetzt denken, dass das eventuell das Feuerwerk ist. Das ist ja wirklich absolut hilfreich gegen fast alle Tiergegner und einigen Bossen. Doch eine Begegnung hat mich damals in Sekiro fast gebrochen, beim ersten Mal durchspülen. Und von der will ich euch erzählen. Denn es geht um Ohren des Wassers. Eine Dame, die was mich an mein Ex erinnert, wenn ich mal 10 Minuten nicht auf ihre Anrufe geantwortet habe. Ich weiß nicht, wo Sakusa-sama ist oder was er macht. Er schreibt nie zurück. Das bricht mir das Herz, wenn ich ihn nicht sehen kann. Ich meine, ich bin kein Spezialist auf diesem Gebiet, aber vielleicht siehst du, ne, wenn du den Wäschekorb vom Schädel siehst. Weil der Haberer sitzt circa 50 Meter neben dir, meine Liebe. Und ähnlich wie bei meiner Ex ist es auch hier komplett egal, was du antwortest. Jede Antwortoption, die was du wählen kannst, führt zum Ausflippen der Dame im Walde. Ich weiß es nicht. Warum will mir niemand die Wahrheit sagen? Warum will mir niemand die Wahrheit sagen? Egal, was du fragst, du kannst das nicht richtig machen. Warum weint ihr? Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Was du sagst, ist egal. Du bist im Untergang geweiht. Und dann beginnt für mich in Sekiro der härteste Mini-Boss-Kampf. Dieser Kampf hat mir damals unfassbare Probleme gemacht. Aber durch einen Zufall bin ich draufgekommen, dass sie ähnlich wie mein Ex absolut anfällig auf Gift ist. Und darum ist es Sabimaru. Aha. Das vom Video, das ist ein Video. Ich hab nichts vergiftet. Die lebt leider, aber ja,
Na nix war. Ich mach ein Video. Ein Video, okay? Wiederschau. Wiederschau. Da bin ich wieder. Hab nur kurz jemanden erklären müssen, dass das ein Spaß ist, ein Skript. Ich lese da ein Skript und ich habe mir Ex nicht wirklich vergiftet. So, aber Spaß beiseite, Freunde, denn das Sabimaru aus Sekiro ist meine absolute Lieblingsprothese. Es ist nicht so oft und variabel einsetzbar, wie zum Beispiel das Feuerwerk, aber es hilft da bei den mitunter härtesten Minibossen wie Orin des Wassers oder wie bei der Spaghetti Lady Shankwa Kuriere, oder wie die du hast, ne? Diese mit der Kanone da, wo es zwei Orten gibt, die was unfassbar hart sind. Auch bei dir kannst du das Sabimaru einsetzen. Es macht unfassbaren Giftschaden und Haltungsschaden. Orin des Wassers und die zwei Spaghetti-Weiber sind unfassbar anfällig auf dieses Giftmesser. Und es hat eben diesen besonderen Stellenwert bei mir, weil ich das auch selbst herausgefunden habe. Wie ich damals gegen Orin des Wassers gekämpft habe, war ich verzweifelt. Und dann habe ich einfach mal dieses Sabimaru probiert und habe gesehen, oh mein Gott, das macht unfassbaren Haltungs- und Giftschaden. Und dann war der Boss leicht. Und darum nehme ich es mit rein. Es ist selten einsetzbar, aber wenn, dann ist es ultra tödlich. Das Sabimaru aus Sekiro. Einer meiner Lieblingswaffen von From Software. Wenn Miyazaki seine Geschichten erzählt, dann sind die oft grausam. Selten gehen diese gut aus, ganz im Gegenteil. Ein Happy End, es existiert eigentlich nicht in Miyazakis Hirn. Viele Questlines lassen einen mit einem schlechten Gefühl zurück. Und viele Quests beschäftigen einen noch Tage und Wochen noch Abschluss. Doch einige, die was mit From Software nichts anfangen können, kritisieren oft die Art der Erzählung. Man muss etwas dafür tun, um die Story nach und nach zu verstehen. Du selbst bist gefordert, dir die Geschichte zu erarbeiten. Und in seltenen, ganz besonderen Fällen ist die Story auch im Gameplay mit gewissen Waffen versteckt. Und das macht für mich dann eine Waffe zu einer besonderen Waffe. So auch bei Malikevs Black Blade. Malikev ist eine verhasste, aber auch tragische Figur aus Elden Ring. Malikev hat Marika sein ganzes Leben lang die Treue geschworen. Doch Marika, sie mochte ihren Bruder nicht. Sie hasste ihn aufgrund seines Wesens. Marika wurde zum Gefäß des Elden Rings, weil die höheren Götter die Erde nicht betreten konnten. All jene Gefäße brauchten aber einen Stellvertreter. Und als Malikev zu jenen ernannt wurde, sah er endlich die Chance, Marika näher zu kommen. Marika. Er konnte nun beweisen, dass er immer loyal und treu ihr gegenüber ist. Doch sie wollte von ihm nichts wissen, bis er plötzlich interessant wurde. Denn sie beauftragte ihn mit der undankbarsten Aufgabe, die was man sich vorstellen kann. Er soll den Tod bewachen. Doch leider versagte Malikev bei der einzigen Aufgabe, die was ihm gestellt wurde. Und ein Stück der Rune des Todes wurde aus seiner Klinge gestohlen. Und er löste somit alle Ereignisse aus, die was wir in Elden Ring als Spieler antreffen. Malikev, er wollte Marika beweisen,
dass er ein treuer und loyaler Diener ist. Aber er erreichte nur das Gegenteil. Denn mit dem einen Teil aus seiner Klinge fand Marikas geliebtester Sohn, Godwin, den Tod. Und er konnte sich das nie verzeihen. Und somit band er die Klinge an sein eigenes Fleisch, dass nie wieder jemand den Tod stehlen kann. Destined death. I will not have it stolen from me again. Destined Death, der Schicksalstod, gebunden und nun ganz selten eingesetzt von Malekith. Und wir als Spieler können diesen Schicksalstod anwenden. Und er macht genau das, was man sich erwartet. Einen verheerenden Schaden. Malekiths Black Blade ist einer meiner absoluten Lieblingswaffen aller Zeiten. Sie schaut nicht nur unfassbar sick aus, sie trägt so viel Lore in sich, dass man sich die ganze Zeit besonders fühlt, wenn man diese Waffe trägt. Es ist regelrecht eine Ehre, sie zu führen. Und die Werte, was diese Waffe benötigt, um getragen zu werden, zeigt auch, dass nicht jeder Hans Wurscht sie tragen kann. Du musst geschickt und geskillt sein. Stats für eine fortgeschrittene Endgame-Waffe in Elden Ring. Und wenn man den Schicksalstod entfesselt, dann ist es einfach nur eine verheerende Weapon-Art. Ein Stück Geschichte. Und das macht diese Waffe für mich zu etwas ganz Besonderem. Du merkst, ich trage jetzt gerade die Klinge von Malekith. Und das ist einfach alles so gut gemacht, so perfekt inszeniert und darum ist es einfach mehr als ein stinknormales Schwert. Malekiths Black Blade ist bei mir auf der 6. Forgive me, Marika, the Golden Order cannot be restored. In Politaria verkörpert König Doran das Gute. Doch wie so oft in Filmen oder Spielen ist das Gute dem Bösen unterlegen. Und so wurde der Herrscher mit reinem Herzen weggesperrt. Und mit ihm weggesperrt wurde seine Klinge, Dämonenbrand. Diese mächtige Waffe verkörpert die Reinheit deiner Taten. Du brauchst kein Upgrade-Material oder sonstiges. Und König Doran bewacht diese Klinge in seinem Exil. Er wird hinter diesen Mauern verweilen, bis wir die Tore öffnen, um uns ihn zu stellen. Und in diese Misere gebracht wurde er von König Alland, jener, der das Böse im Politarien verkörpert. Er trägt die Waffe Seelenbrand, das Gegenstück zu Dämonenbrand. Ihre Macht entfaltet sich, je dunkler deine Taten sind. Sie skaliert mit einer dunklen Charaktertendenz. Und es soll bis zur finalen Schlacht dauern, ehe wir diese mächtige Klinge erhalten. Und es soll sogar noch länger dauern, ehe wir diese zwei Waffen zu der mit Abstand mächtigsten Waffe schmieden, die was Miyazaki jemals entwickelt hat. Geschmiedet aus Dämonenbrand und Seelenbrand. Es skaliert sowohl mit purer weißer und purer schwarzer Tendenz. Dieses Schwert, es ist nicht nur das mit Abstand stärkste Schwert aus Demon's Souls. Es ist die stärkste From Software Waffe, die was jemals
gemacht wurde. Absolute Nummer 1. Eine unfassbar mächtige Waffe, die was wie die Malekith-Klinge voller Lore steckt. Und die so dermaßen absurd stark ist, dass man sich fühlt wie eben jener, der was das Gleichgewicht von Politarien wiederhergestellt hat. Jener, der sowohl König Doran als auch König Alland besiegte, um den Frieden wiederherzustellen. Das Northern Regalia, einer der besten Waffen von From Software. Esther Kimmeswenger. Was war ich verliebt in die Esther Kimmeswenger? Die Frau, die hat es mir so angetan. Sie war immer in unserer Freundesgruppe dabei, beim Fortgehen damals. Wir waren so 10 bis 15 Leute. Und die wunderbare Esther, sie ist mir jedes Mal ins Auge gesprungen. Und mein damaliger bester Freund, der Patrick, der hat mich eines Tages zur Seite gezogen und er hat mich gefragt, Jack, stehst du auf die Esther? Und ich habe Patrick mit großen Rehaugen angesehen, mit roten Bäckchen und habe gesagt, Patrick, ja. Ja, Patrick, ich stehe auf die Esther. Sie ist so super. Und dann sagt der Patrick zu mir, okay, Jack, dann gehst du jetzt zu ihr hin. Und du sagst ihr alles ins Gesicht, was du über sie denkst. Und ich bin mir ganz sicher, sie gehört dir. Und ich nehme meinen ganzen Mut zusammen. Und dann gehe ich zu Esther. Und ich sage ihr, Esther, wir kennen uns jetzt so lang. Und ich muss dir einfach sagen, was ich von dir halte. Und die Esther schaut mich an und sagt, ja, Jack. Sag's mir bitte. Esther, dein Gesicht, es ist so absolut normal. Und der Figur, sie ist so Standard und einfach überhaupt nichts Besonderes. Und die Art, wie du gehst, es schaut einfach 0,0 gut aus. Deine komischen graubraunen Augen, sie sind so unfassbar unbesonders und absoluter Mainstream und Standard. Du bist weder sonderlich klar, nur bist du sonderlich groß. Du riechst nicht sonderlich gut, nur sonderlich schlecht. Das gibt eine Anzeige. Du hast keine kleinen Nasen, aber auch keine große. Deine Haare, sie sind nicht blond, sie sind so braunblond. Und deine Haare, sie sind auch nicht besonders glatt, aber auch nicht unbedingt aufwendig gewellt. Man merkt einfach, du machst da die Frisur selbst und du warst schon lange nicht mehr beim Friseur. Du bist einfach der absolute Durchschnittsmensch. Und dennoch bist du für mich so was Besonderes. Alter Esther, du bist einfach das Breitschwert aus Dark Souls 3, Alter. Denn das Breitschwert aus Dark Souls 3 ist absolut unspektakulär. Und dennoch liebe ich dieses Teil abgöttisch. Und mittlerweile ist es sogar so, dass ich sage, es ist meine absolute Lieblingswaffe aus Dark Souls 3 geworden. Unfassbar schnell und tödlich. In Verbindung mit dem Hohepriesters rechtes Auge, was die Angriffskraft erhöht, je öfter man draufhaut, ist das Breitschwert das Maß aller Dinge. Vor kurzem habe ich alle Bosse in Dark Souls 3 mit Level 1 No Damage besiegt. Das Video dazu verlinke ich euch in der Endcard. Fast alle Bosse habe ich mit dem Breitschwert gekillt. Du hittest so unfassbar schnell mit dem Teil, dass du fast alle Gegner zu Tode staggerst. Mit Gift oder Blitzbuff machst du aufgrund der hohen Anzahl der Schläge pro Sekunden einfach einen unfassbar krassen Statusaufbau, dass sogar Gale innerhalb kurzer Zeit mit dem Breitschwert
vergiftet ist. Mit dem Breitschwert in der Hand fühle ich mich einfach unfassbar wohl in Dark Souls 3. Und es ist nur in Dark Souls 3 so gut. Das Schwert gibt es in jedem Souls Game, aber nur im Dreierteil von Dark Souls ist es dieses kleine, tödliche Maschinchen. Ich liebe das Breitschwert in Dark Souls 3. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere, was jetzt mit der Esther geworden ist. Ja, die wollte nichts von mir und hat einen Typen geheiratet, der was ausschaut wie der beränkte Finger aus Elden Ring. Die From-Software-Spiele sind schwer. Ich denke, das kann man pauschal so stehen lassen. Der Werdegang vom absoluten Nichtsnutz bis hin zum Lord of Cinder ist der klassische Souls-Leidensweg, dem was wir alle so unfassbar lieben. Du hast zu Beginn absolute Crap-Waffen, du bist überall One-Hit und irgendwann im Lauf der Zeit bist du der Chef und hast dann jeden auf die Pappen. Und wenn man sich die bisherigen Waffen aus meiner Liste heute so ansieht, dann waren da einige Endgame-Waffen dabei. Malikevs Black Blade zum Beispiel, die bekommst du erst kurz vor Abschluss der Story. Das Northern Regalia, das kriegst du sogar erst im New Game Plus. Ja, Freunde, es ist einfach Fakt, am Anfang laufen wir mit den Langschwertern und Keulen rum, die was wenig Schaden machen. Das ist unser Schicksal, das ist our fate. Doch in Bloodborne, in den aggressivsten und somit auch eventuell schwersten From Software Spiel, erhältst du die mit Abstand beste Waffe direkt als Starterwaffe. Gemeint ist natürlich das Sägehackbeil. Diese von German gefertigte Trickwaffe, sie ist das Maß aller Dinge, wenn es um Damage per Second geht. Unfassbar schnell. Und wenn du die Trickwaffe richtig in dein Gameplay einbaust, also wenn du das Ein- und Ausklappen während einer Combo richtig nutzt, dann staggerst du gefühlt jeden Gegner mit massivem Schaden zu Tode. Und ihr wisst ja, ich mache gerne Level 1 Runs. In Bloodborne ist es ein Level 4 Run, weil es Level 1 einfach nicht gibt. Aber dennoch ist die Waffe meiner Wahl immer das Sägehackbeil. Bei Bossen wie Maria und Koss ist man in Sekundenschnelle hinter ihnen. Man holt mit dieser enorm schnellen Waffe aus und kann am Backstep sitzen. Ja, ich würde sogar sagen, diese Waffe ist so lächerlich stark, dass man sie als Startwaffe erhält, zeigt sogar, dass die Souls-Spiele gar nicht so schwer sind, wie alle sagen. Es ist sogar so, dass sie mitunter die fairsten Spiele sind. Zumindest einigen wir uns drauf, sie sind absolut nicht unfair. Ich habe ja vorhin das Malikev-Schwert und das Northern Regalia erwähnt und dass die in meiner Liste absolute Endgame-Waffen sind. Und ja, das stimmt, aber schauen wir uns mal die anderen Waffen an, was wir heute besprochen haben. Wir haben Ludwigs Heilige Klinge gehabt, wir haben das Sabimaro gehabt und das Breitschwert. Absolute Early-Game-Waffen in den jeweiligen Spielen. Wenn du im Bloodborne nichts falsch machen willst, nimmst du das Sägehackbeil. Und das beweist doch, dass uns Miyazaki die Hand reicht. Und du kannst dir aus den Kelchen sogar die unheimliche Variante holen. Und damit zerstörst du die Bosse binnen Sekunden, wenn du auch die richtigen Steine reingibst. Ludwigs Fraktion mit seinen kolossalen Waffen ist ebenso genial wie Germans Fraktion mit seinen schnellen Trickwaffen. Aber die beste Waffe ist eben das Sägehackbeil von German und ist bei mir somit auf Platz 3. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on. Es ist an der Zeit, ein bisschen Real Talk zu reden. Ich persönlich, ich bin ein Mensch, der was immer an Ohrstritt braucht. Oder besser gesagt, mich interessieren viele Dinge einfach nicht.
Meine Geschwister zum Beispiel waren beide absolute Vorzeigeschüler. Sie hatten meinen Eltern nie Probleme bereitet. Ganz im Gegensatz zu mir. Während meine Geschwister die Einser von der Schule nach Hause gebracht haben, da bin ich mit den Dreier und Vierer dahergekommen. Ja, meine Geschwister, sie waren überall in der ersten Leistungsgruppe. Und ich war überall in der zweiten und es war mir wurscht. Ich war cool damit, weil sowas ist mir einfach nicht wichtig. Aber wenn es drauf ankommt, Freunde, dann habe ich einen eisernen Willen. Zum Beispiel in der Berufsschule. Ich habe mir vorgenommen, ich will einmal richtig gut abschneiden in meinem Leben in der Schule. Und die erste Klasse Berufsschule hat 10 Wochen gedauert und da habe ich mich dazu entschlossen, extrem zu lernen, mir selbst zu beweisen, dass ich es drauf habe und nicht aufzugeben. Und wo die anderen Schulkollegen unten gespielt haben oder fortgegangen sind, bin ich drinnen gesessen und habe gelernt. 10 Wochen lang. Und das Endresultat war ein Notendurchschnitt von 1,3 und der zweitbeste in meiner Klasse. Nie davor und danach auch, muss ich leider zugeben, war ich so gut in der Schule, wie es dieses eine Mal der Fall war. Ich habe es mir selbst beweisen wollen, ich habe es mir erzwungen. Und mit diesem zwanghaften Willen gehe ich auch in die Souls-Spiele rein. Wie ich das erste Souls-Spiel gezockt habe, Demon's Souls 2009, da war mir sehr schnell klar, ich will mir selbst beweisen, dass ich gut in diese Spiele bin. Und so entstand bei mir die Liebe zum Parry. Denn für mich ist der Parry die Champions League des Skills. Jeder Gegner und jeder Boss hat ein anderes Timing. Und du musst dich auf jeden Gegner vorbereiten. Und ich persönlich bin seit 2009 mit dem Zwang dabei, es mir selbst zu beweisen. Ich will das schaffen. Und wenn es Wochen dauert, irgendwann liegt dieser Boss Parry only, no damage. Seit 2009 gehe ich so in die Souls-Spiele rein. Gegner lernen bis zur Perfektion. Und mein treuester Begleiter, das ist eben der Buckler. Oder das Parry-Schild an sich, aber der Buckler aus Elden Ring hat es mir ganz besonders angetan. Natürlich kann ich jetzt das Lederschild aus Dark Souls 3 nennen oder die blanke Faust in Dark Souls 1. Es geht um einen Parry, aber stellvertretend muss ich da den Buckler reinnehmen. Das Parierschild, ich kann einfach nicht ohne. Und ja, ich weiß, Freunde, es ist sogar ein bisschen fanatisch, meine Liebe zum Parry. Und oft in den Stream und in den Videos, wenn ich meine Community so überzeugen und überreden will zu parieren, dann fühle ich mich oft wie irgend so ein Sektenguru, der was die Leute manipulieren will. Gepriesen sei die Parade. Parieren wir weiterhin Dünne und Blade. Gepriesen sei die Parade. Oder prägen wir gemeinsam a Parry-Dekade. Gepriesen sei die Parade. Für mich ist ein Schild auf Platz 2, denn der Buckler begleitet mich mit meinen Hirnschaden seit 2009. Dass ich Gegner auswendig lerne, dass ich mich selbst geißelt, bis ich es bis in die Perfektion treibe. Ich liebe und hasse das gleichzeitig, aber es hält mich auch irgendwie fit. Der Buckler ist zwar kein klassischer Waffen, aber er ist mächtiger und tödlicher als alles andere auf dieser Liste, wenn man es richtig einsetzt. Und darum für mich meine Nummer 2. Und bevor wir jetzt zu meiner Nummer 1 kommen, Freunde, seid ihr gefragt. Ihr habt jetzt schon einen Großteil meiner Lieblingswaffen aus dem From Software Universum gehört und ich will jetzt wissen, was ist eure Lieblingswaffe? Ihr könnt es von mir aus gern eure Top 3 auch in die Kommentare schreiben.
aber gerade bei Waffen gehen die Meinungen so weit auseinander. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt und begründet auch gern, warum jene Waffe für euch so besonders ist. Habt ihr eine besondere Story mit der Waffe? Fändet ihr es einfach nur cool? Oder seid ihr einfach nur richtige kleine Loser, was die Rivers of Blood brauchen, weil sonst nicht weiterkommen? Ihr könnt mir es gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin mega gespannt drauf. Fürst Gwyn, das Oberhaupt von Anor Londo, war stets gefürchtet. Von seinen Gegnern allemal, aber auch von seinen eigenen Leuten. Er war ein klassischer Herrscher, brutal, schnörkellos und so mächtig, dass ihm nichts und niemand etwas antun konnte. Und fast genauso gefürchtet waren seine Krieger. Die Silberritter, Silver Knights, waren Elite-Krieger aus Lordran. Die Besten der Besten. Ehe ein Gegner überhaupt irgendwie zu Gwyn durchgekommen wäre, musste er zuerst an diesem Heer absoluter Spitzenkrieger vorbei. Es war schlicht unmöglich, diese Armee von Gwyn zu besiegen. Gwyn lebte dennoch ein vergleichsweise friedliches Leben. Gemeinsam mit seinem Sohn Wendelin, seiner Tochter Guinevere und seinem dritten Sohn, der was später als namenloser König bekannt sein wird, lebte er in Anor Londo in Frieden. Doch andere Zeiten brachen ins Land. Zeiten der Bedrohung. Und so musste sich Gwyn aufmachen, die erste Flamme zu binden. Und er spaltete seine Armee. Ein Teil soll in Anor Londo bleiben und die Familie beschützen. Doch der andere Teil, Gwyns absolute Elitegarde an Silberrittern, wurden einberufen, mit ihm in diese Schlacht zu ziehen. Wenn wir uns die Itembeschreibung der Schwarze Ritterhellebarde lesen, dann heißt es da wie folgt: Hellebarde der Lordran durchstreifenden schwarzen Ritter zur Bekämpfung von Chaos-Dämonen. Gwyn rechnete mit den gefährlichsten Dämonen, die man sich vorstellen konnte: die Hexen von Aeselith. Mächtige Gegner, die ausnahmsweise wirklich zu einer Bedrohung werden konnten. Und so wurden spezielle Waffen für diese Ritter gefertigt. Einzigartige Schwerter, Großschwerter, Äxte und Hellebarden. Und wenn wir uns die Itembeschreibung der Rüstung der Schwarzen Ritter lesen, dann heißt es dort wie folgt: Als Fürst Gwyn sich aufmachte, die Flamme zu binden, folgten ihm die Ritter. Doch sie verbrannten in der neu entfachten Flamme zu Asche und ziehen seither als körperlose Geister durch die Welt. Die Chaosdämonen verbrannten Gwyns Elite-Silberritter und so wurden sie zu den legendären Black Knights, den Schwarzen Rittern. Von diesem Moment an wurden sie noch gefährlicher, als sie es ohnehin schon waren. Die Hexen, sie verbrannten nicht nur ihre Waffen und ihre Rüstungen, sie verbrannten ihre Seelen. Die Waffen, nun in Schwarz gehüllt, waren ab diesem Zeitpunkt ein Symbol der Angst in Lordran.
und die schwarze Ritterhellebarde ist meine absolute Lieblingswaffe aus allen From Software Spielen. Sie ist mit so einem lächerlich großen Abstand die stärkste Waffe aus Dark Souls. Und Bosse fallen mit wenigen Schlägen in ihre Einzelteile auseinander. Und ich muss sagen, Freunde, das Phänomen Schwarzritter, das fasziniert mich seit Dark Souls damals erschienen ist. Diese rar gesäten, bedrohlichen und furchteinflößenden Ritter waren jedes Mal eine absolute Angstbegegnung bei meinem Blind Playthrough. Doch wenn man einen Schwarzritter sah, dann wusste man eben auch, dass man diese Chance hat, diese starke Waffe zu bekommen. Das Begehren nach einer Waffe war bei mir noch nie so groß wie nach den Schwarzritterwaffen. Keine Bosswaffe hatte mir dieses Verlangen ausgelöst. Ich will diese Waffe haben. Und ich weiß, es wird hart, sie zu bekommen, und ich werde eventuell 100-mal verrecken. Doch wenn man den Gegner besiegt hat und es droppt diese Schwarzritterwaffe auf einmal, dann ist es für mich das Maß aller Dinge an Gefühlen in Dark Souls. Alter Möpse! Natürlich auch, weil es ein bisschen Glück braucht. Es ist ein Glücksspiel, ne? Und man freut sich ja, wenn man was gewonnen hat. Genauso, man hat eine 20%ige Chance, dass diese Waffe droppt. Aber man hat eben auch nur diese eine Chance, den Schwarzritter spawnen zu Beginn, nicht wieder nach. Und die Hellebarde ist der König unter den Schwarzritterwaffen. Und das habe ich jetzt fast vergessen, die Optik ist unerreicht für mich. Für mich die schönste From Software Waffe überhaupt. Diese Gravierungen, dann dieser Lore-Aspekt, dass diese Waffe einst Silber war und durch das Feuer der Eiserleaf-Hexen in Schwarz getränkt wurde. Es ist etwas ganz Besonderes, sie zu bekommen, und man kann somit, wenn man bei diesem einen Schwarzritter zu Beginn Glück hat, absolut Early Game unfassbar stark werden. Quinn's Black Knights. Nicht nur der coolste Gegnertyp der From Software Geschichte für mich überhaupt, na, sie führen auch die sechsten und mächtigsten Waffen aus diesen Spielen. Und das war's, Freunde, das waren meine 8 Lieblingswaffen vom From Software Universum. Ich bin mir sicher, der eine oder andere hätte vielleicht mit was anderem gerechnet. Mit Yorms Machete, hab sehr oft mit der gespielt, oder mit Ludwigs arkanen Mondlichtschwert. Aber es war für mich gar nicht so leicht, eine Top 8 zusammenzustellen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, und wie gesagt, schreibt's mir gerne in die Kommentare, was euer Lieblingswaffe ist. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, denn ich habe heute nur einiges vor. Denn nach diesem Video habe ich Bock auf Braveheart, Star Wars, Kill Bill und Herr der Ringe. Und wenn ich mit dem durch bin, dann sehen wir uns morgen zum 12-Stunden-Livestream, wo ich versuchen werde, Dark Souls 1 innerhalb von 15 Stunden zu platinieren. In einem 12-Stunden-Livestream, ja. Ihr kommt mir schon wieder selbst in die Pappen hauen, weil das falsch war, ich werde es jetzt nicht ausbessern. Ciao, Baba.